In diesem Video gehen wir der Frage nach, wie wir in Zukunft von A nach B kommen werden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die nachhaltige Mobilität. Das habt ihr bestimmt schon einmal gehört, oder? Wir werden euch in diesem Video erklären, was das überhaupt ist. Um das zu erklären, müssen wir ein bisschen ausholen. Damit wir ein nachhaltiges Leben führen, darf laut Weltklimarat jeder Bewohner dieser Erde nicht mehr als 2 Tonnen CO2 im Jahr ausstoßen. Im Durchschnitt kommt jeder Deutsche aber schon auf 11 Tonnen im Jahr. Woher diese Emissionen kommen, seht ihr in diesem Diagramm. 7% unserer Emissionen werden durch unseren Stromverbrauch erzeugt, 11% durch das Heizen. Die Infrastruktur, die wir in Deutschland täglich nutzen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, machen auf jeden Bürger zurückgerechnet 15% der Pro-Kopf-Emissionen aus. Die größten Anteile haben unser sonstiger Konsum mit 25%, unsere Ernährung mit 18% und eben auch unsere Mobilität mit 23%. Denn das Auto, was die meisten von uns jeden Tag nutzen, stößt pro Kilometer ca. 190 Gramm CO2 aus. In diesem Beispiel wurde mit einem Benziner gerechnet, der 8 Liter pro 100 Kilometer verbraucht. Ihr könnt das ja mal mit eurem Auto vergleichen. Trotzdem ist das Auto immer noch das meistgenutzte Verkehrsmittel. In Deutschland gibt es ca. 47 Millionen Autos. Das würde bedeuten, dass wenn alle Einwohner Deutschlands gleichzeitig Auto fahren würden, alle vorne sitzen könnten. Ein eigener PKW ist aus den genannten Gründen deshalb nicht nachhaltig. Eine nachhaltigere Alternative ist dagegen das Fahrrad. Auch für die Leute, die kein eigenes Fahrrad besitzen, gibt es mittlerweile in 200 Städten Fahrräder zum Ausleihen. In unserer Stadt Mönchengladbach gibt es 35 Stationen. Wenn man jetzt zum Beispiel von Berlin nach München möchte, wären Pendler und Mitfahrzentralen eine Alternative. Eine davon ist BlaBlaCar. BlaBlaCar ist die größte Mitfahrzentrale Europas und hat schon 60 Millionen Mitglieder. Ob zu eurem Wunschzielort jemand fährt, könnt ihr einfach in der App nachschauen und auch die Fahrt buchen. Ein Fernbusunternehmen ist zum Beispiel Flixbus. International gibt es über 350.000 Verbindungen pro Tag und auch einen Flixtrain, der von Köln nach Hamburg und auch von Stuttgart nach Berlin fährt. Das Unternehmen steckt 2% des Fahrpreises in Klimaschutzprojekte, wie zum Beispiel die Aufforstung. Das waren ein paar nachhaltige Alternativen, die wir im Rahmen des Wettbewerbs Jugend testet, demnächst auch ausprobieren und bewerten werden. Wir hoffen, dass für euch auch etwas Neues dabei war und würden uns freuen, wenn ihr eine Alternative mal ausprobiert.